Rolle auf und leben genau das vor, was wir auch für die Zukunft brauchen. Und genau deswegen haben wir uns auch für das Unternehmen entschieden. Wir haben der Landrätin natürlich Vorschläge unterbreitet. Es gibt nicht nur das eine oder die eine Unternehmung in der Region, die es verdient hätte, diesen Preis zu gewinnen. Wir haben viel diskutiert und die Landrätin hat ihre Wahl getroffen. Und Herr Bretsch darf die Wahl heute verkünden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wahl trifft auf, und da sehen Sie mich jetzt mal wieder, wird alles soweit schön aufgeschrieben, die Möbelwerke Prenzlau. Also, es ist ja nicht so, dass ich nicht wusste, dass es die Möbelwerke Prenzlau sind, aber wenn da noch ein Begriff dazu gewesen wäre, dann wäre es wirklich dumm gewesen, ihn nicht richtig zu nehmen. So, danke schön. Ja, das wäre nicht gewesen. Und jetzt soll ich mal einen kleinen. Wenn Sie doch noch mal kurz halten. Hier sind noch ein paar Sachen aufgeschrieben worden, die würde ich auch gerne loswerden, vor allen Dingen, weil Frau Landrätin darauf Wert gelegt hat, dass ein Zitat ebenfalls rüberkommt. Und ein Zitat sollte man schon korrekt bringen, ansonsten hat man da echt ausgelitten. Ne? Ist einfach mal so. Ja, sehr geehrte Frau Spitzer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Verleihung des Unternehmerpreises des Landkreises Zuckermark hat tatsächlich eine sehr, sehr lange Tradition. Und auch in diesem Jahr ist die In Kontakt, und ich finde den Namen immer noch klasse, Sigmund In Kontakt, wirklich top, wirklich einen sehr, sehr würdigen Rahmen für diese Auszeichnung. Das sehen wir auch heute. Das ist einfach so. Und an einem Ort, wo Kultur großgeschrieben wird, besser geht nicht. Ich habe heute die Aufgabe und die Ehre, stellvertretend für die Landrätin, für meine Chefin hier tätig zu sein. Es ist manchmal so, wenn die Urlaubszeit zu Ende geht, dann häufen sich die Termine und dann schwärmen wir quasi alle aus und dann muss man ein bisschen abwägen. Die Möbelwerke Prenzlau haben sich im Nachwendejahr 91 gegründet und es geschafft, sich mit Qualität, mit Innovationsfreude und überdurchschnittlichem Engagement der gesamten Belegschaft auf diesem nun tatsächlich hart umkämpften Markt zu behaupten. Für ein Unternehmen einzustehen mit Haut und Haaren und allem, was einem lieb ist, ist eine große Verantwortung, der Sie, sehr geehrte Frau Spitzer, sich seit 2008 als Geschäftsführerin Tag für Tag stellen und verschrieben haben. Ihr hoher Anspruch an Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation, gepaart mit großem sozialen und regionalem Engagement, sind die Gründe dafür, dass Sie heute die Auszeichnung mit dem Unternehmenspreis 2023 erhalten. Ein Teil Ihrer 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute noch dabei. Das heißt, nach über 30 Jahren. So, und jetzt kommt natürlich dieses schicke Zitat. Dass das für ein gesundes Betriebsklima spricht und dafür, dass Sie mit Ihren Angestellten sehr anständig und vernünftig umgehen, das ist ja nur die eine Seite. Ne? Die andere Seite ist, wir ehren ja heute nicht nur ein Unternehmen, es steht auch immer eine Person an der Spitze da, die alles verantwortet. Und tatsächlich alles verantwortet. Alles. Von der ersten Minute bis zur letzten Minute eines Tages, 365 Tage im Jahr und ohne, dass man davon befreit werden könnte. Ja, dass die Möbelwerke Prenzlau nicht nur einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises leisten, ist klar. Sie sind auch Vorbild, tatsächlich Vorbild für den Mittelstand in der Uckermark. Margaret Thatcher, und da kommen wir jetzt zu diesem wunderschönen Zitat, hat mich mal gesagt, erledigt. Gibt es noch einen Zettel? Findest du den leider im Moment? Der ist ein bisschen angepackt. Ah, der hat sich verklemmt. Dankeschön, Frau Bürgermeisterin. Die Bürgermeisterin hat alles im Griff in der Stadt. Das ist ja logisch. Wenn Sie, heißt es, ja, das muss jetzt sein, logisch, ist ja klar, die Stadt gehört ihr. Wenn Sie im Leben etwas gesagt haben wollen, dann wenden Sie sich an einen Mann. Wenn Sie etwas getan haben wollen, wenden Sie sich an eine Frau. In diesem Sinne beende ich meine Ausführungen und überreiche den Preis an Frau Spitzer.